Quest, nochmal kurz gucken. Verzauberung. Qualität hat ihren Preis. Finde eine Spitzhacke. Ja, das machen wir erstmal. Wo geht's lang? Da lang. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Bin kein Priester, bin Hexe, die haben es nicht leicht. Das war ja erstaunlich einfach. Was haben wir hier noch? Nehme ich mit. Offenbar gibt es einige kleine Jadevorkommen nordöstlich von Novigrad. Ich sollte dort mein Glück versuchen. Wenn du das sagst, Geralt. Wenn du das sagst. Hier noch mehr. Noch was? Nö. Hier ist noch ein. Ist, ach nee, da war ich ja schon. Schon gut. Ich muss Arbeit finden. Ja, ich könnte Hilfe gebrauchen, wenn du Arbeit suchst. Schnellreise hier vorne. Und gucken, wo es hingeht. Ich weiß gar nicht, wie weit das weg ist. Naja, okay, doch ein ganzes Stück. Reisen wir mal nach dahin. Gibt es noch Quests? Ich glaube nicht. Nicht aus dem Brunnen trinken. Ich glaube, das haben wir allgemeine Informationen. Hey, pass auf damit, du. Das ist gefährlich. Ja, ich erinnere mich auch an dieses kleine Dörfchen. Oh, ein Händler. Als mich Sei ein. gegrüßt. Hallo. In diesem kleinen Dörfchen haben mich einst Leute zum Trinken überredet und mich danach ausgeraubt. Ja. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Na, zeig mal her, was du hast. Großer Runenstein. Reines Silber, das habe ich alles. Das könnte man immer ganz gut gebrauchen. Das Piment für die Trankherstellung. Nehme ich einfach mal ein paar mit. Egal. Manche Sachen konnte man, glaube ich, immer gar nicht finden. Hauren? Leb wohl. Ja, von mir aus auch leb wohl. Ist ja gut. Oh, ist hier noch was? Nein. Auch interessant, dass wir über dieses Feld laufen mit dem Wassergeräusch. Wie witzig. Und das steht hier alles unter Wasser. Na gut. Müssten wir gleich da sein eigentlich. Ich kann die Zahlen nicht so genau lesen. Wie viel Fuß noch? Wie viele Schritte? Ach, jetzt sind wir da. Besorge einen Brocken. Jade. Wo ist denn diese Brocken Jade? Was ist das denn hier? Hier gibt's nicht viel Jade zu holen. Ich muss mich weiter umsehen. Okay, war ja klar. Bestimmt wieder der letzte Ort, an dem wir suchen. Eingang. Oh, eine neue Markierung. Wie schön. Steckt der Schatz auch noch?
Lieber mal speichern. Man weiß ja nie so genau. Na toll. Oh, Level 34? Ich bin gerade mal 35, glaube ich. Ja, brennt, brennt. Habe ich noch ein paar andere Bomben mit? Halt. Verbesserter Nordwind. Der ist auch cool. Hier ist noch ein bisschen Kälte. Hihi. Na komm schon. Hoch der Geralt. Er will jetzt nicht hochspringen, weil er im Kampfmodus ist. Oh! Wenn ich mich nicht irre, ist mein Schwert übrigens mit einem Feuerzauber ausgestattet. Deshalb hat er gerade angefangen zu brennen. Ich glaube, das hatte ich mal integriert. Ach, da ist noch eine. Irgendein Schlüssel, verborgener, glaube ich, und irgendein Brief. Pfui, Spinne, toll, jetzt sind wir völlig in eine andere Quest reingerutscht. Ich sitze ein bisschen weit weg, um die kleine Schrift zu lesen, aber naja. Ach Quatsch, ich wollte gar nicht die Weltkarte. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte ins Inventar. Ich wollte den Brief lesen, weil ich das lesen kann. Ach, vergilbt der Brief. Aber wie gesagt, ich sitze etwas weit weg. Wenn du diesen Brief liest, dann bist du ein freier Mann. Ich wusste, dass dich... Oh verdammt, ich kann es nicht lesen, zu klein alles. Dich Drakenborg nicht brechen konnte. Tut mir aufrichtig leid, dass du es warst, an dem sie damals herumgefummelt haben. Das Schicksal kann einem manchmal übel mitspielen, nicht wahr? Aber jetzt bist du ein gemachter Mann. Ich habe deinen Teil der Beute in der Höhle versteckt, in der sie uns nicht spielen lassen wollten, als wir noch Kinder waren. Damals tummelten sie dort riesige Spinnen, von denen jetzt nicht mehr zu sehen ist. Ich habe gerade welche gesehen. Die Jäger behaupten, sie hätten sie woanders hin verzogen. Hier gäbe es nicht genug zu essen. Deswegen würden sie so schnell nicht wiederkommen. Ist also ein sicherer und ideales Beuteversteck, denn die schlechten Erinnerungen daran sorgen dafür, dass alle anderen darum einen großen Bogen machen. Die Truhe ist im zweiten Abschnitt der Höhle vergraben. Schnapp sie dir. Dann bist du ein reicher Mann. Du kannst bis an dein Lebensende trinken und rumhuren. Okay, wir sehen uns. Du weißt schon wo. Dann werden wir im Wein baden und im Luxus leben. Ich glaube, der Typ kam nicht mehr. Ha! Verlieren wir die Nerven? Nee, ich verliere gar keine Nerven. So, kleines blaues Untergehen. So, jetzt wollte ich mal kurz gucken, was ich in meinem Schwert eingesetzt habe, wenn ich mich nicht irre. War da nicht so ein Zauberstein drin? Ein Runenstein? Bonus Erfahrung, Angriffskraft, Chance auf Taumeln, Chance auf Vergiften war da drin. Chance auf Verbrennen, genau. Und Chance auf Einfrieren auch. Meisterlich gefertigtes Bärenschwert. Hier müsst ihr an die Oma was einsetzen. Die Rüstung behalte ich sicherlich noch ein bisschen. Habe ich denn was Cooles da? Huch. Nee, auch nicht. Was ist das? Verbesserung. Wird in einer Fassung ein 10% Axi zeigen. Axi Art. Ach, mache ich später mal. Chitinpanzer.
Oh, der ist flink. Oh, du Drecksack. Schüssel. So, hier lag doch irgendwo was. Ach, da ist es ja. Jade. Dann wollen wir mal etwas davon abbauen. Das haben wir schon mal besser gesehen, Geralt. Komm schon, streng mal ein bisschen an. Ja, die Quest geht gleich weiter. Wir holen uns erstmal den versteckten Schatz. Wenn wir schon mal hier sind. Es kommt bestimmt gleich noch ein Boss-Gegner hier. Endgegner. Ja. So, war's das oder ist hier noch eine? Konzentration, Konzentration. Ah, nicht schon wieder. Naja, war ja gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ich höre doch immer noch Schritte. Da oben. Ach hier, genau, das hat er gesucht. Pfeuspinne. Mhm. Das war jetzt alles? Oder war hier schon einer, der hat das ausgeräubert? Oh, na toll. War wirklich alles. Hat sich nicht wirklich gelohnt. So, kurz die Quest wechseln hier. Verzauberung. Qualität hat ihren Preis, genau. Bringe den Jadebrocken zum ophirischen Runenschmied. Bin unterwegs. Steck mein Schwert weg, Geralt. Plötze! Mein treues Ross, wo bist du? Ah, wo ist das Dorf? Weiter so, Plätze. Moment, verlassene Städte. Jetzt muss ich mich auch nochmal umgucken. Verdammt. Warte hier, Plätze. Bin gleich wieder da. Ein Sturm zieht auf. Die Geschichte des alten Gartens, glaube ich. Muss mich echt mal ein bisschen dichter ansetzen an den Fernseher. Vielleicht wird eine Quest aktiviert, wenn ich das Buch lese. Mal schauen. Na, hier ist es ja.
Enthält Zusatzinformationen. Schön. Ah ja, ein ganzer Roman wieder. Es war einmal eine junge Frau namens Marlene und ein junger Mann namens Bartholomäus. Bartholomäus war so attraktiv, dass kein weibliches Wesen die Augen von ihm abwenden konnte. Hat ja ein Glück gehabt. Jede Maid des Dorfes, von der schönsten bis zur grob schlechtesten, sehnte sich danach, seine Gunst zu gewinnen. Ach, der Glückliche. Auch Marlene war von seiner Schönheit ganz von Sinn und verliebte sich schon bald in ihn, so sehr, wie es nur bei der ersten Liebe sein kann. Dieses Gefühl war so überwältigend, dass Marlene bewusst wurde, dass sie ohne Bartholomäus nicht mehr leben konnte. Doch zu ihrem Unglück hatte Bartholomäus bereits eine Frau und einen jungen Sohn. Marlene weigerte sich jedoch, dies anzuerkennen und arbeitete lang mit allen Kräften daran, Bartholomäus davon zu überzeugen, dass sie seine wahre Liebe sei. Schließlich war sie erfolgreich. Denn Frauen besitzen die Gabe der Überzeugung, der schon so mancher Mann zum Opfer gefallen ist. Ja, kann sein. Bartholomäus' Frau weigerte sich jedoch, dessen Sinneswandel zu akzeptieren. Doch Marlene fand auch dafür eine Lösung. Sie überredete Bartholomäus, dass er seine Frau ein für alle Mal loswerden müsse. Und so hieb er ihr den Kopf ab. Alles wäre gut ausgegangen, wäre das Verbrechen nicht von Bartholomäus' fünfjährigen Sohn beobachtet worden. Marlene sah keinen anderen Ausweg, als Bartholomäus nur ihren rechtmäßigen Ehemann davon zu überzeugen, das Kind sowie seine Mutter aus dem Weg zu räumen und neben dieser zu begraben. Was ist das denn für eine Drecksau? Dann wären sie ein für alle Ewigkeiten vereint. Boah, die Schrift ist so klein. Ich brauche eine Brille. Doch dieses Mal blieb Bartholomäus standhaft und weigerte sich, Marlenes Forderung nachzukommen. Es ist eine Sache, meine Frau zu töten. Doch mein Kind, die Frucht meiner Lenden, sagte er. Er änderte seine Meinung erst. Verdammt! Ich lese das später vor. Es ist einfach zu klein. Ich sitze leider zu weit weg. Los, Plätze! Ein Sturm zieht auf. Verdammt, bist du hässlich. Was war das denn gerade? Schlag mein Pferd nicht! Oha! 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 Sie heizt mir ganz schön ein. Ach, deshalb verlassene Städte. Die Hexen waren daran schuld. Hätte man eigentlich auch drauf kommen können, ja. Gut. Geralt ist zufrieden, wie man sieht. Gefahr gebannt. Die Bevölkerung ist zurückgekehrt. Schön. Hä? In Ketten dein Reichtum in Scherben, in Ewigkeit leiden, bis die
die Sterne sterben. Schönes Lied, schönes Lied. Muss man sich ja wenigstens mal angehört haben. Einmal wenigstens. So, wo sind denn jetzt hier die Hexen? Ich würde die ganz gerne noch... Sag mal... Hier ist es doch. Geisterstaub. So, hier muss noch eins sein. Schnellreisepunkt hätte ich ganz gerne mal. Da muss ich jetzt auch nochmal hinlaufen.